Hallo Freunde, da bin ich wieder, euer Nation Zero und dieses Mal mit einem sehr viel stärkeren Gegner als Schwenningen im letzten Spiel. Diesmal sind es die Krefelder Pinguine und ihr wisst, ich tue mich immer so ein bisschen schwer bei Krefeld. Und wir schauen ganz einfach mal, lassen uns überraschen, wie wir heute spielen. Vor allen Dingen, wie es zugelassen wurde, dass wir spielen, das ist ja auch immer so eine Sache. Heute im Tor bei uns Daniel Chunusov, Lukas Lang. Im Tor der Krefelder, ihr habt gerade gesehen, einen unglaublich guten Durchschnitt. Chunusov bei uns nicht wirklich. Drei Gegentore, 3,44, also fast vier Gegentore pro Spiel. Das ist schon heftig. So, wir gewinnen den ersten Bulli, können gleich angreifen. Normally. Normally weiß nicht, wohin er passen soll. Kubina mit der ersten Chance. Und Spencer Bennett, aber lang hält. Schöner Save hier von Lang. Obwohl ihm mehr oder weniger die Sicht verdeckt war. Ganz souverän hier mit der Fanghand. Ah, und den Bulli können wir leider nicht gewinnen. Auch danach können wir uns den Puck nicht hören. Meyers. Sofren, Raw. Duchesne. Schön gemacht. Habt ihr das gesehen? Das war gute Abwehrarbeit. Pass frühzeitig gesehen und abgefangen. Eskin sucht die Lücke in der Verteidigung. Ah! Wir kommen jetzt nix. Connelly. Ah, Raw holt sich den Puck direkt von unserer Kelle, von unserem Schläger. Reckmoor, schön gecheckt. Dann der Puck besitzt. Ah, spielt auch schön aus. Greg Moore kommt aber gar nicht erst durch. Pieter. Sinan Akdat, der Nationalmannschaft aus Sri Lanka. Der Deutschen. Pieter. Pieter, glaube ich, auch. Red Pellen. Das war nicht gut. Uiui. Ah, und Chunusov. Glück gehabt. Setzt sich da schnell auf den Puck. Und legt ihn still. Da rettet ihn so ein bisschen der Pfosten. Nachdem das Ding schon durch die Beine ging. Simon Donnerlehu. Und Brent Ober. In der Angriffsreihe. Juhu, schön gemacht. Ah! Da können wir nicht nochmal schießen. Method, Clark. Eaton, schön gemacht. Holt sich Brent Aubert die Scheibe? Nein, Neumüller. Schön gemacht, wieder von Wolfsburg. Die Abwehr bis jetzt gut. Brentover! Aber keine Herausforderung. Neumüller, Sonnenberg. Wieder schön abgefangen von den Grizzlies, von Brentover. Helen zieht ab! Und Lang hält, ohne Probleme. Schöner Fanghand-Safe. Ich hoffe ja immer, dass sich da irgendein Spieler denn davor stellt und ja. Vielleicht den Puck noch so ein bisschen ablenkt, aber in diesem Fall. Spencer Bennett leider nicht in der Nähe. Oder Lehu. Die wurden gerade von der Verteidigung in Schach gehalten. Ah, und wieder verlieren wir hier den Bulli. Sinan Akdat. Saint-Pierre, Blanc. Pieter. Hat
klappt. Zurück auf Peter. Und der Puck kommt überhaupt nicht erst durch. Jetzt aber. Oh Gott. Erster Schuss, zweiter Schuss. Schön gemacht von... Oh Gott, jetzt gehen sie, jetzt erhöhen sie den Druck. Noch ein Millet, schnell gespielt. Aber wieder ist kein Spieler da. Bennett vielleicht, mit der Rückhand. Der Schuss dann aber zu schwach. Und es bleibt beim 0:0 hier zum ersten Drittel. Beide Mannschaft in der Abwehr sehr gut. Auch wenn Krefeld jetzt schon die ein oder andere gute Chance hatte, wie wir gerade sehen können. Chunusov ist jetzt wachsam. Das sehe ich genauso. Chunusov muss einfach weiter, ja, konzentriert bleiben und wir müssen etwas konsequenter vorne im Angriff sein, aber es ist bei der Abwehr wirklich schwierig. Und dann auch noch diese Stärke, was... Schöner Safe. Diese Stärke im Bulli. Ah, schwacher Schuss von... Was war das denn? Schwacher Schuss von Noam Millet. Schuss von der Blauen. Eaton hat es kaum gesehen, hat ihn abgefangen, den Pass. Sehr schön. Bennett. Kommt Bennett durch? Ja, Bennett kommt durch. Ah, Mist. Schön an der Bande lang gespielt, Bennett wieder. Oh. Sowas ist immer gefährlich, so ein Abpraller. Biener, schön gemacht. Holt sich den Puck. Bennett. Wollte zurück zu Haskins spielen. Versaut aber den Pass. Pellen wieder, sehr schön gemacht. Connelly. Das 1:0 für die Grizzly Adams. Das Tor sah irgendwie merkwürdig aus. Ich glaube, zum Schluss war sogar noch ein Spieler der Krefelder dran oder. Oder auch nicht, ich weiß nicht. Ich kann jetzt von der Kameraperspektive nichts sehen, nichts erkennen. Aber im Grunde genommen ist es ja auch egal. Wir schießen hier das 1:0. Schönes Tor von Mike Connelly. Ja, und das belohnt auch so ein bisschen natürlich unsere Abwehrarbeit, die heute wirklich gut ist bis jetzt, finde ich. Ja, da wollte ich auch hinspielen. So, dritte Reihe müsste das sein, mit Tyler Haskins. Sag mal, sind die jetzt doof oder was? Was wird denn das jetzt? So, erneuter Bulli. Und wieder schön gemacht, diesmal von Brocklehurst. Verliert allerdings an der Bande den Puck. Method. Und wir behalten den Puck. Und es gibt Bulli vor dem Tor der Grizzlies, aber... Ich habe jetzt einfach mal genug Vertrauen in meine Fähigkeiten, um die Gefahr abzuwenden. Chunusov schön gemacht, hat sich groß gemacht, springt danach gleich auf den Puck. So, und wie ich gesagt habe, wir gewinnen den Bulli und gehen jetzt über den Angriff, über Noam Millet.
Brad Moore. Oh. Weiß nicht, wo der hingehen sollte, aber... Schön tief geschossen, damit es einen möglichen Rebound gibt, aber... Uiuiui. Ui, ui. Bennett. Auf Greg Moore. Und ihr seht, es sind gleich 5 Spieler hinter mir. Und da wurde der Pass auch schon abgefangen. Eaton. Flair frühzeitig. Greg Moore sieht Connelly laufen. Und dann Graham. Schöner Schuss, aber lang. Macht sich lang. Kriegt den Puck gerade so noch zu fassen. Robbie Beener. Ah. Jetzt gibt es noch mal eine Situation für die Krefelder. Kann aber wieder unterbunden werden. Durch eine sehr gute Abwehrarbeit der Grizzly Adams heute. Es ist wirklich ungewohnt, aber es funktioniert mehr oder weniger. Und das wenige, was ich hier durchlasse, das holt Chunusov. Und so muss das sein. Es wäre schön, wenn er jetzt wirklich mal einen Shutout... Aber ich sag's lieber nicht, bevor... Ne? Ach da! Torwart selbst denkt den Stoß zeigt. Ich sag's lieber nicht hier von wegen Shutout. Wenn immer dann passiert das und ich bekomme das Gegentor. Nur kurze Zeit später. So, also wir gehen auf ins letzte Drittel hier. Wir führen mit 1:0. So, St-Pierre. Greg Moore. Beaton. Bennett. Melle kommt leider nicht ran. Oh, und ein schöner abgelenkter Schuss von Normille. Beziehungsweise Normille ist derjenige, der ihn ablenkt. Und da ist es wieder Eaton, der sich hier den Puck holt, frühzeitig. Ah, schön, Mille. Aktat. Spielt rüber zu Kerchain. Und da der Verzweiflungsschuss von der Blauen. Graham, schön gemacht. Graham und Langhild. Hier wird unmissverständlich klar gemacht, unser Torwart, den fährst du nicht an. Das wollen wir auch gar nicht. Hubala. Mark Eaton. Schöner Check hier. Und geht danach einfach mal zum Wechseln. Eiskalt. Eiskalt, der Junge, finde ich gut. Die Nummer 40. Unser Fels in der Brandung. Ah. Und da gibt es die erste Strafe für die Grizzlies oder gegen die Grizzlies. Und dann, oder jetzt wird es nochmal brenzlig. Die Nummer 28 wieder einmal. Robbie Beener. Ja, muss ich aber ganz ehrlich sagen, da war es nicht wirklich meine Schuld, weil ich habe viel früher gedrückt, als er die Bewegung gemacht hat. Nur dann kam noch ein komischer Schlenzer mit seinem Schläger. Und erst danach hat er den Stockschlag ausgeführt. Bennett. Oh, schöner Schuss. Myers. Greg Moore holt sich die Scheibe, verliert sie aber gleich wieder. Und jetzt zeigt sich, wie gut die Abwehr wirklich ist. Ah, komm, ey, ihr seid... Ach, Mann. Manchmal verstehe ich das nicht. Sie stehen echt nebeneinander und dann... Oh Gott.
Mehr Glück als Verstand und ich krieg den Spieler nicht. Method, oh Gott. Schön gemacht, Greg Moore. Zieht einfach mal ab. So, das Powerplay ist vorbei. Den Tag der Tage. Schön abgefangen. Sieht der Brent O'Byrne. Schöner Pass nach hinten. Brocklehurst. Pellen! Ich habe ja gehofft, dass Dunner da noch rangeht, aber. Nee. Hat er wohl keine Lust zu gehabt. Da geht er aber ran, und zwar mit vollem Körpereinsatz. Das ist das, was ich sehen möchte. Luhu. Ach ja, und abseits. Damit kann man wissen, welcher Dödel da wieder reingelaufen ist. Hier sehen wir nochmal die Angriffswelle der Krefelder Pinguine. Die Trumusroff denn aber im Keim erstickt hat. Und hier sehen wir Checks 16 zu 4. Also Wolfsburg klar die offensivere oder die aggressivere Mannschaft. Graham zu Haskins, schön gemacht. Müsste nur noch einer mehr rechts mitlaufen, tut er leider aber nicht. Graham, da ist es drin! Graham zieht ab, der Rebound geht zu Connolly und der macht hier seinen zweiten Treffer. Am heutigen Abend Mike Connolly, 14. Saisontreffer. Wir sehen was nochmal, jetzt der Schuss von Graham gegen die Beine und dann macht Connolly das Ding rein, sehr schön. So, also neuer Spielstand, 4 Minuten vor Schluss, 2 zu 0 für die Grizzly Adams. Da können wir doch schon ein wenig zuversichtlicher sein. Oh, und jetzt ein böser Fehler im Angriff. 14 und Konter, aber Eaton ist schon wieder da. Kubina jetzt. So, und der Angriff abgewehrt vorerst. Und ihr hört es noch eine Minute zu spielen. Spencer Bennett. Ah, und da bekommt, wer ist es, Tyler Haskins, den Puck nicht rechtzeitig zu fassen. Sehr ärgerlich. Hier sehen wir nochmal einen weiteren schönen Check vor uns. Eaton. Und es sind noch 48 Sekunden zu spielen. Torwart geht raus, sehr schön. Haskins, Connolly. Ich möchte das Tor mit Connolly schießen. Ich möchte den Hattrick. Und da ist er. Mike Connolly. Mit dem Hattrick hier. Verdient. Im eigenen Stadion. Da fliegen die Helme. Und damit ist das Spiel auch definitiv entschieden. Die Grizzlies gewinnen hier mit 3 Toren. Wahrscheinlich mit einem 3:0. Und es gibt Icing nochmal. 14 Sekunden noch. Können wir das 0:0 aufrechterhalten oder? Und hier sehen wir nochmal den Spieler des Tages, Mike Connolly. Das erste Tor. Sehr viel Glück gehabt, gebe ich zu. Obwohl eigentlich beim zweiten auch. Holt sich der den Rebound direkt zwischen den Füßen von der Nummer 34. Und dann zu guter Letzt den Empty Net.
Das Empty Net Goal. So, Greg Moore vielleicht nochmal. Tatsache, macht hier nochmal ein 4-0. 3 Sekunden vor Schluss. Wunderschön gemacht, dreht sich da perfekt zum Torwart und macht dann das Ding oben rechts in die Tasche rein und damit ist das Treffer Nummer 31 für Greg Moore. Hier schauen wir es nochmal. Im Vorbeischlittern hat wahrscheinlich keiner mehr so richtig mit gerechnet mit dem Angriff. Und versaut damit noch so ein bisschen die Statistik vom Torwart lang. Und jetzt können wir sagen, wir gewinnen hier tatsächlich zu 0 und zwar 4 zu 0 gegen die Krefelder. Ich habe mich größtenteils echt schwer getan, das habe ich gemerkt, aber durch die konsequent gute Abwehrarbeit, ja, hatten wir dann den nötigen Vorteil und haben dann mit ein bisschen Glück auch endlich mal vorne getroffen und dann, ja, war das nur noch eine Frage der Zeit. Mit jedem Treffer wird der Torwart natürlich unzuverlässiger, verliert an Selbstvertrauen, das ist ganz normal. Und das konnten wir dann ausnutzen, diesen Fakt. Und daher, wunderschönes Spiel, gewinnen wir 4-0. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir ein Like da und ansonsten sage ich, macht's gut und bis zum nächsten Mal, euer Nation Zero.